Ja, meine Damen und Herren, noch mal ganz kurz, ich bin schon dankbar. Es wird nicht ganz so kurz sein. Ich hatte die Verwaltung gebeten, Ihnen zum Redeentwurf mitzuteilen und zu wählen. Als ich das gesehen habe, bin ich ruhig. Wie viele Seiten? Du hast Arbeit gemacht. Ja, wie viele Seiten? Ja, ich muss sie doch kürzen. Nachdem ich das aber gelesen habe, denke ich mal, wenn du dann nur etwas dran änderst, dann reißt man diesen gesamten Wertegang auseinander und dann fehlt das ein oder andere im Leben dieser politischen Situation beim Weibung, sodass man das also jetzt doch in Gänze vorlesen sollte, so wie ich das auch mache, damit ich ja nichts vergesse, denn das wäre weniger gut. Deswegen fange ich jetzt mal an und sage, lieber Raimund, du feierst heute deinen Abschied. Ich sage und schreibe 34 Jahre in der Bezirksvertretung 3, davon 20 Jahre Bezirksvorsteher und nach 25 Jahren im Stadtrat und der Mitarbeit in unzähligen Ratsausschüssen und Gremien ziehst du dich aus der aktiven Politik zurück. Damit geht, man muss es so sagen, eine Ära zu Ende. Ich selbst habe eine gute Strecke dieses Weges mit dir zusammen zurückgelegt. In den 10 Jahren als dein Stellvertreter in der Bezirksvertretung habe ich deinen Erfahrungsreichtum und dein Fleiß immer sehr geschätzt. Besonders auch für das harmonische Miteinander möchte ich dir herzlich danken. Rückblickend erscheint es sicher nicht nur mir so, als wärst du in deiner verlässlichen Art einfach immer da gewesen. Das war dir nicht in die Wiege gelegt. Auf dich wartete nach der Familientradition ein Leben als Winzer in dem schönen Weinörtchen Bremm an der Mosel. Es musste nicht ein enormer Schritt gewesen sein, dass du nach einer Missernte gezwungen warst, als 17-Jähriger deinen Heimatort zu verlassen und in Leverkusen Arbeit zu suchen. Das sollte, zumindest nach der Planung, nur für ein Jahr sein. Aber du bist geblieben, und zwar mit Leib und Seele, wolltest du Leverkusener. Beruflich hast du bei der AGFA über 42 Jahre bis zu deinem Ruhestand deinen Weg gemacht. Du hast hier eine Familie gegründet und hast dich schon früh politisch engagiert. Wenn du jetzt mit fast 75 Jahren auch politisch in den Ruhestand gehst, dann kannst du sagen, du hast hier vor Ort vieles bewegt, durch Spuren hinterlassen. In deiner Amtszeit fällt die Kanalisation der östlichen Stadtgebiete, der Ausbau der Kindergartenlandschaft und der offenen Ganztagsschule in Grundschulen. Beleuchtungsanlagen im Stadtbezirk 3 wurden erneuert und abgeschaltet, Bäume gepflanzt und gefällt, Straßen ausgebaut, gewidmet und benannt, Spielplätze bestückt, Sportanlagen saniert. Mit dem Konjunkturpaket 2 und der Regionale 2010 konnten umfangreiche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und im Stadtgrün umgesetzt werden. Zahlreiche Bebauungspläne zogen Änderungen im Stadtgebiet nach sich. Viele verkehrsordnende Maßnahmen im Stadtbezirk 3 wurden intensiv diskutiert, begutachtet und entschieden. Hier erinnere ich auch an den sogenannten integrierten gebietsbezogenen Ansatz, der Anlass für viele Ortstermine, Besprechungen und Beratungen war, die du mit dem Normer in Teilkenntnis geleitet hast. Lange ersehnt und politisch gefordert, in deiner Amtszeit umgesetzt wurde der Fuß- und Radweg an der Rundenthaler Straße. Die Villa Wuppermann merkte in Schwäbisch, die Situation rund um das Klinikum und das Freibad Auermühl war ein Thema in der Bezirksvertretung. Altenrath beschäftigte uns mit Stadtteiljubiläum, Flussmarkt, Sanierung der Parkanlage und mit Durchgangsverkehr. Unterschiedlichste politische Anträge, Verwaltungsvorlagen und Bürgeranträge wurden im Bezirk 3 unter deiner Führung behandelt. Die Spanne der politischen Beratungen reichte von Mensch und Tier am Bulosee über Buslinienführung durch den Bezirk zum Bau der Freiwilligen Feuerwache in Steinbüsche. Ganz egal, worum es ging, immer hast du dich für die speziellen Situation und den Menschen vor Ort auseinandergesetzt. Denn deinen Bezirk kanntest du und kennst ihn in- und auswendig. Du hast parteiübergreifend Sympathien gewonnen und vieles erreicht, weil du lösungsorientiert auf Ausgleich bedacht warst. Als Bezirksvorsteher hast du in deiner freundlichen, ruhigen Art aber auch mit Beharrlichkeit Entscheidungen herbeigeführt und Differenzen ausgeräumt. Wenn einmal politische Konflikte auftraten, hast du nicht zugelassen, dass daraus Zerwürfnisse entstanden, die eine Zusammenarbeit behindert hätten. Schwäbisch und die östlichen Stadtteile von Leverkusen haben in dir über 2 Jahrzehnte einen politischen Repräsentanten gehabt, der im wahrsten Sinne des Wortes nahm Bürger war. Keine Statistik hat erfasst, zum Glück auch, es wäre sonst eine ellenlange Liste geworden, wie viele Ortstermine du während deiner Amtszeit mit Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen hast.
braucht es keine Sprechstunde. Du warst für deine Mitmenschen vor Ort jederzeit ansprechbar. Durch deine soziale Art bist du allerbestens vernetzt. Das heißt, durch persönliche Gespräche bei vielen Geselligkeiten, in Vereinen, beim Fußball und in der Kirche. Es bleibt die Frage, ob bei dir als Politiker noch Wünsche offen geblieben sind. Der Presse hast du vor 10 Jahren gesagt, du wünschest dir für Leverkusen ein familienfreundliches Image. Für dieses Ziel hast du dich während deiner Amtszeit immer eingesetzt. In jedem Fall bin ich überzeugt, dass auf dich im Ruhestand keine Langeweile wartet. Zum einen hält dich deine Familie mit den Enkeln und Urenkeln mit Sicherheit auf Trab. Wir kennen dich schließlich als Familienmenschen durch und durch. Zum anderen möchte ich mit Gewissheit behaupten, dass bei dir nicht von einem Tag auf den anderen die Einladungen ausbleiben werden. In Zukunft gelten die Einladungen dir persönlich. Bei Schützenfesten, Stadtteilfesten und in Kleingartenanlagen würde man dein geselliges Wesen sonst eher vermissen. Ich freue mich darauf, dich auch weiter bei vielen Gelegenheiten zu sehen, die du ab jetzt unbelastet von Verpflichtungen als Privatmensch genießen kannst. Denn ein besonderes Ritual wird dir, falls einmal die Wehmut über dich kommt, ganz sicher nicht fehlen. Die mehr als 10-stündige Begehung der Kleingartenanlage, die du für die Prämierung der schönsten Kleingärten jedes Jahr gewissenhaft durchgestanden hast. Ich sagte eingangs, du bist mit Leib und Seele in Leverkusen geblieben. Aber deiner Mose hast du im Herzen immer die Treue gehalten. Davon durften wir Mitglieder der Bezirksvertretung auch sehr genießerisch profitieren. Lass es mich so sagen. Die Bremer Schlemmertröpfchen und deine anderen kulinarischen mitbringen zu haben, wenn sie auf der Tagesordnung standen, ohne Gegenstimme und Enthaltung immer volle Zustimmung gefunden. Lieber Raimund, zu deinem Abschied möchte ich dir im Namen der Stadt Leverkusen, der Mitglieder der Bezirksvertretung 3 und auch persönlich nochmals sehr herzlich danken. Dir hat immer das Soziale im Herzen gelegen und wir kennen dich als einen Genießer, der sich in der Gesellschaft immer gut fühlt. Deshalb bin ich mir sicher, dass dir das Abschiedspräsent viel Freude machen wird. Und jetzt steht dir überreicht. Herzlichen Dank. Und auch an deine Frau, die beste Grüße, denn sie hat immer den Kurs freigehalten. Sonst hättest du die Zeit gar nicht offen können. Deswegen auch hier nochmal alles Gute und viele Grüße. Ja, herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Ich habe das ja nicht verdient. Doch, das hat man. Ich danke dir vielmals. Nee, es war eine schöne Zeit, auch mit dir. Und ich hoffe, dass ich noch lange in diesem Gremium sein muss. Ja, 6 Jahre, sag ich mal. Schauen wir mal. Also lieber Raimund, bleib direkt mal stehen, das ist noch nicht ganz am Ende. Ich muss das aber alles mit nach Hause nehmen. Ja, wir helfen. Okay, das war schon öfter. Weil wir, also Mitglieder der Bezirksvertretung 3 und auch die Verwaltungsleute, die sozusagen zur Bezirksvertretung 3 dazugehören, wollten dir auch persönlich danken, weil uns das ein Anliegen ist. Wir haben sehr gut mit dir zusammengearbeitet, es war wirklich sehr schön, es war eine angenehme Zusammenarbeit, es hat viel Freude gemacht und das ist nicht selbstverständlich. Das möchten wir mit unserem Geschenk auch zum Ausdruck bringen. Und ja, es war eigentlich allen ein Anliegen. Ich bin von ganz vielen angesprochen worden, was machen wir denn und so weiter. Und deswegen haben wir uns ein paar Überraschungen überlegt. Zum einen, ich habe was für Diabetiker. Und, ich wollte das aber gar nicht. Dass ich hoffe... Sie kennen sich aus, ich nicht. Und ich hoffe, wir haben es gut ausgesucht. Ja, das ist auf jeden Fall. Sieht da sehr gut aus mit Französisch. Französisch, genau. Ja, vielen Dank, Frau Hörnstein. Aber das ist natürlich schon. Vielen Dank. Ja, so, ich gehe dann auch mal. Also zum Wein war es noch ein persönliches Schmankerl von mir, um Ihren Abschied zu versüßen. Und ich komme auch gerne noch mal vorbei. Vielen Dank, Susanne. Ja. Ihr wisst nicht, was das ist. Was ist das alles? Das sind die Herzhaften. Das sind jetzt die Herzhaften. Die Herzhaften? Das sind rheinische Posenkekse. Also, sie hat vor einigen Jahren, hat sie mir das erste Mal zu Weihnachten geschenkt. Ja. Ich dachte, das wäre Weihnachtsplätzchen. Habe ich mal reingebissen, war nicht salzig. Aber zum Wein gibt es nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Sie müsst ihr nachher mal probieren.
Wirklich, das ist also ganz toll, was Sie selber machen. Ne? Großer Handschuh. Also wunderbar, vielen Dank. Ein großer Vorrat, ja. Vielen Dank, Susanne. Aber so viel ich dachte, das wäre alles erledigt, noch unserer letzten Sitzung. Ich muss da noch mal ein bisschen auf meinen Spickzettel drucken. Und zwar ist das hier ein schwarzes Schein, rein Schwein. Also eigentlich ein Schwein, was nur Scheine sammelt. Und es ist auch ein bisschen ein wildes Schwein, hat auch ein bisschen eine Piratenklappe. Also so Assoziation, die uns kam, war schwarz steht ja möglicherweise ja für die Partei. Der Pirat sicher nicht, aber der Pirat steht vielleicht für persönliche Freiheit und für große Fahrt, die jetzt möglich ist, ohne irgendwelche Verpflichtungen. Der Spruch steht auch ein bisschen für den Humor, den du hast, dass du also auch für auch mal einen läppischen Spruch zu haben bist und darüber lachen kannst. Und der Inhalt soll dir einen Herzenswunsch erfüllen, zum Beispiel eine Floßfahrt auf der Dünn oder eine Geisterstunde in Schloss Moosbruch oder eine Mountainbike-Tour nach Lützenkirchen oder ein Survival-Camp im Bürgerbusch, vielleicht aber auch ein Verwöhnwochenende in Steinbüschel. Vielen alles Dank, Susanne. Alles Gute nochmal. Vielen, vielen ja, Dank. Und schöne also, Grüße auch an Monika. Ja. Ganz vielen Dank. Das gehört noch dazu. Ja. Dankeschön. Ich bin allen nochmal herzlich auch bei denjenigen, die heute nicht ausscheiden, für die Mitarbeit. Ich denke an die Frau Lorenz, die schon ganz, ganz lange dabei ist. Seit 1975, Frau Lorenz, ne? Nein, 94, als Sie im Zirkus. Ich weiß noch, da haben wir uns noch im Heckenberg getroffen. Genau. Da war noch ein Kollege dabei, der Herr Reichwein. Ne? Hieß der Reichwein? Reichwein, ja. Und da haben wir so ein bisschen Koalitionsgespräche geführt. Das war 1994, ne, Frau Lorenz? Genau. Frau Hölzer ist auch schon lange dabei und der Herr Wollenhaupt auch. Und ja, ich freue mich, dass Sie heute Abend alle hier sind. Und ich denke, das ist eine schöne Runde. Und ich glaube, dass wir auch jetzt zum Essen kommen. Jetzt das Essen, ja. So. Dann wünsche ich einen guten Appetit und bleibe ein bisschen heute Abend hier. Irgendwelche Transportmöglichkeiten müssen wir dann per Taxi regeln. Ja, genau. Also, wer da fahren will,